Ach Leute, herzlich willkommen zum großen Finale von Paper Mario. Ja, und immer wenn sowas ansteht, ist man, ja, teilweise freut man sich, teilweise ist auch ein bisschen traurig, ja, denn das Spiel ist dann bald vorbei. Und bei so einem genialen Spiel möchte man eigentlich nicht, dass es vorbei ist, aber wir haben halt echt die 100% alles schon gemacht. Super krass. Gumbario, ich und mein Yoshi-Hammer sind bereit für den finalen Kampf. Beim letzten Mal habe ich schon alles gezeigt, wie ich mich ausgerüstet habe. Es sollte klappen. Und gehen wir es an. Gehen wir es an. Es gibt kein Zurück mehr. Hoch oben über den Dächern. Ganz weit hoch im Himmel. Und oh oh, die Brücke sieht nicht stabil aus, aber okay. Ist egal. Wir müssen Peach retten. Willkommen zu deinem Albtraum! Boah, da ist er! Du sollst mir dankbar sein, Mario! Da du schon seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet! Okay, Bowser, was soll das? Gefällt sie dir? Du sitzt in der Falle. Wie fühlt man sich da? Mario, sei vorsichtig! Du bist uns in die Falle gegangen und du nennst dich selbst Heldmann? Kami Koopa? Hast du geglaubt, wir wären dumm genug, einfach zuzusehen, wie du einen Stern nach dem anderen rettest oder was? Auch ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Maschine, die Bowsers Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die vereinte Macht der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Na, das wollen wir noch mal sehen. Dank meiner Weisheit wird er nun wahrlich unbesiegbar sein. Seid ihr bereit, mein König? So nehmt die Kraft an euch auf! Jetzt werde ich diesen dreisten Klempner für immer besiegen! Boah, Alter! Ich wusste gar nicht, dass Cammy sowas drauf hat! Hey du, Mario! Jetzt klingen die Dinge etwas anders, du schnolzbärtige Pappnase! Bereite dich auf seine Niederlage vor! Let's go! Boah, Alter, Bowser ist richtig mächtig! Okay, alles klar, als erstes mal wieder natürlich ihn scannen. Boah, sieht so krass aus, ey. Wir haben 50-50 in unseren Werten. Wir sind komplett krass drauf. 100% One, ne? Hat sich echt gelohnt. Skinnen wir ihn erstmal. Ein weiteres Mal. Bowser. Der böse König. Ich glaube, er ist größer geworden. Kein gutes Zeichen. 99 KP. Zwei Verteidigungen. Er beherrscht viele verschiedene Attacken. Von Feueratem bis zu Stampfattacken. Feuerattacke 10 Damage. Stampf- und Clownattacke 8 Damage. Und sie können mich halt vergiften, die Clownangriffe. Ne? Aber da haben wir ja den Protektor angelegt. Ich bin mir sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Was denn? Kimmy Koopas mysteriöse Maschine hat irgendwie seine Kraft verstärkt. Das ist ziemlich unfair. Wenn er den Sternstab einsetzt, solltest du sofort mit dem Sternstrahl kontern. Oh, das wusstest du schon? Klar, Gumbario. Alles klar, danke für den Scan. Jetzt sehen wir mal seine KP. Ich würde mal sagen, ich hau ihm einfach mal den Megaschlag rein. Ne, gleich mal zum Start, ist doch gut. Oh, yes. Boah, 12 Damage. Trotz krasser Verteidigung. Oh, 8 Schaden. Aber zum Glück nicht vergiftet, dank dem Protektor on. So, wisst ihr was, ich werde jetzt mal ganz kurz, denn ich habe auch nochmal überlegt und geguckt. Wir haben auch von all unseren Freunden alle Angriffe gesehen, aber ich glaube, wir haben noch nicht von Sushi den Wasserblock gesehen. Ja, die will ich natürlich auch noch gerne im Let's Play dabei haben, kann nämlich nicht schaden. So, aber nochmal hier den Megaschlag. Ja, das ist so übel, wie viel Damage man einfach macht, Alter. Schon 75 KP hat er nur noch. Es ist an der Zeit, meine Kraft durch den guten alten Sternstab zu erhöhen, Mann! Mist, jetzt ist er wieder unbesiegbar. Aber wir haben den guten Sternstrahl. Aber erstmal, Sushi, zeig uns mal den Wasserblock. Den haben wir noch nie gesehen. Also drücke A, wenn der Stern aufzeigt. Sehr schön! Yeah, Verteidigung um 1 erhöht für kurze Zeit. Sehr schön. Für 4 Runden. Alles klar. So, das bringt natürlich nichts. Wir nehmen mal schön den Sternenstrahl. Tja, Bowser, ist mir egal, wie dick und groß du jetzt bist. Du
Du hast trotzdem keine Chance. Oh je. Was? Was? Hey! Ja, du Idiot, Mann! Diese schwache Attacke kann mir gar nichts anhaben! Oh nein! Das darf nicht wahr sein! Oh, das ist gar nicht gut! Der Sternstrahl funktioniert nicht! Was sollen wir jetzt nur tun, Mario? Wir sind am Arsch, würde ich mal sagen. Oh oh, und jetzt kommt's richtig cool! Mit Peach! Oh nein, Mario! Was kann ich nur tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen! Irgendjemand muss Mario helfen! Richtig cool! Warum musst du eigentlich ständig deine Fressleiste offen haben? Sei endlich still! Bams! Oh, Twink ist zurück! Oh, Prinzessin Peach, bist du in Ordnung? Ich befreie dich von diesen Fesseln! Twink ist zurück, wo warst du die ganze Zeit? Twink, ich bin so froh, dass es dir gut geht! Sehr schön! Du unverschämtes kleines Sternkind, wie kannst du es wagen? Jawohl, Leute. Peach muss kämpfen. Und Twink gegen Kevin Cooper. Ein separater Kampf läuft nebenbei. Richtig cool. Du kleiner Eisporn. Du bist viel zu klein, um gegen mich zu kämpfen zu können. Ich hab keine Angst vor dir. Boah, der Twink zeigt Mut. Oh, sei vorsichtig, Twink. Dübdüdü. Ja, er kann nur Rempler. Richtig mies. Kevin Cooper, Angriff! Hat mich das etwa gekitzelt oder was? War das etwa dein Angriff, Mann? Oh oh. Peach kann den Fokus auf Twink. Oh, Twink. Oh ja. Ja, ja, ja. Friss das, Mann! Drei Schaden! Twink, pass auf! So, guck, ob der Fokus was gebracht hat. Los, Twink! Oh! Hohoho! Ho. Ah! Du mieses Frettchen! Du kannst also doch ein wenig kämpfen! Ja, pass mal auf, Kimmy. Twink wird jetzt immer stärker. Noch mehr Fokus. Ist voll cool. An sich kann man diesen Kampf zwar nicht verlieren, ja, das ist so gewollt, aber ich finde es trotzdem sehr nett, dass wir mal Peach und Twink, dass sie halt nicht nur doof dastehen. Oder Peach halt, wisst ihr? Dass sie halt echt noch was machen. Oh, nur noch zwei Schaden. Tja, Kimmy Cooper. Sieht schlecht aus für dich. Schon zwei Damage. Was geht denn hier vor? Täusch ich mich oder wird dieses Sternkind immer stärker? Was ist denn hier los, Mann? Ja, ja, ja. Dank Peaches Gebete. Fokus. Und noch mehr stärker. Jetzt müsste ich bloß noch einen Schaden kriegen. Und ihr aber schon drei Schaden machen. Kimmy Cooper, auf Dauer wirst du verlieren. Boom. Also wie gesagt, man kann nur gewinnen, weil man sieht doch keine KP von Twink oder sowas. Also alles cool. Boah, schon drei Schaden. Und noch einmal Fokus. Jetzt sollte Kimmy Cooper keinen Schaden mehr machen. Und dann ist sie genatzt. Pass mal auf hier, ich hab noch mehr Blöcke, wo die herkommen. Komm doch, komm doch. Und zack. Oh Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Peach geben diesem Sternkind seine Kraft. Tja, Kimmy Cooper, das war's. Boah, wie er funkelt, Alter. Los, Twink. Yeah. Das war's. Mit Kimmy Cooper. Oh, König Bowser. Ich hab versagt. Wie du versagt hast. Richtig cool. So ein beiläufiger Kampf. So, Peach ist gerettet. Oh ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Aber, was kann ich tun? Ich weiß es, Prinzessin. Wünsch dir etwas. Genauso wie du es bei mir gemacht hast. Wünsch dir etwas, damit die hohen Sterne mehr Kraft erlangen. Dann denke an das Königreich, den Sternhafen, Mario. Schicke einen Wunsch an die Sterne, während du an all diese Dinge denkst. Wenn dein Wunsch stark genug ist, wird er die Sterne erreichen und ihnen Kraft geben. Gut, Twink. Ich werde es versuchen.
werde Mario helfen. Was ist los, Mario? Kann es sein, dass sich die Kraft verlässt, Mann? Nein. Du solltest mehr trainieren, so wie ich. Was zum... Alter, da kommt echt Twink. Oh, ich fühle, wie die Kraft in mich strömt. So geil. Ah, ehrenvolle Sterne. Ich werde alles tun, um euch zu helfen. Twink? Was für eine Überraschung. Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und des gesamten Königreiches mit Kraft erfüllen. Vielleicht können wir nun gegen Bowsers Stärke ankommen. Nicht nur vielleicht, auf jeden Fall. Jetzt, Mario, gib nicht auf. Wir stehen alle hinter dir. Empfange unsere Kraft und gib dein Bestes. Setze den Sternstrahl ein. Jawohl, Leute. Der Sternstrahl wird jetzt geupdatet. Sternstrahl wurde stärker. Er heißt jetzt Peachstrahl. Hoho. Mario lernt ihn Peachstrahl. Sehr nice. Und Bowser nur so... Was geht denn hier vor? Yeah. Und jetzt Battle Time. Wieso stolperst du, Mario? Mario, stehst du immer noch oder was? Ich gebe einfach auf. Du wirst mich niemals besiegen. Doch, Bowser, jetzt erst recht. Oh, wieder alles. Ich bin wieder komplett geheilt. Wie fies. Komplett geheilt. So, dann erstmal Sushi. Mach trotzdem erstmal nochmal den Wasserblock. Ja. Oh yeah. So, schön vier Runden. Ein Verteidigungsangriff höher. So. So, Wasserblock beschützt Mario für kurze Zeit. Sehr, sehr schön. Und jetzt hier. Der ultimativ der Peach-Strahl. Mit dem coolen Bild setzt Bowsers Sternstab außer Kraft. Diesmal aber wirklich. Yeah. Oh, was soll das denn? Die Kraft des Sternstabs ist erloschen. Und richtig cool, dass Twink dabei ist. Voll cool. Oh, 7 Schaden, Alter. Richtig übel. Du kannst den Hammer nicht einsetzen. Oh, du bist ja fies, Bowser. Was soll das denn? Alter, wir sehen, was der für Tricks hier macht. Voll gemein. So, bist du warten? Okay, wenn den Hammer nicht einsetzen kann, werde ich erstmal auch einfach mal den Ruhigsteller bei ihm ausprobieren. So. Schön den Ruhigsteller. Funktioniert auch bei ihm. Angriffskraft um 3 gesunken. Sehr schön. Okay, und du machst erstmal... mach einfach mal den Spucker. So. Yeah, 5 Damage. Okay. Oh. Alter, vor dem Feuer. So kann ich den Hammer wieder benutzen, bitte. Immer noch nicht. Wie lange denn das? Wie lange darf ich den Hammer nicht benutzen? Okay, gut, egal. Dann mach ich einfach mal hier den Mega-Jump. Yeah. Zieht auch 10 ab. Der hat nur 60 KP. So, ich würde ja gerne wechseln. Aber nee, zieht ja auch bloß 5 ab, weil ich würde, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit Watt, der umgeht ja die Verteidigung. Ich glaube, das bringt auch nicht wirklich was. Und Gumbario macht ja auch nicht mehr so viel Damage, weil Bowser 2 Verteidigung hat. Das ist nicht so toll. Also ist am besten vielleicht echt mit Sushi. Weil ja, die halt zieht schön 5 ab. Ist doch cool. So, wenn ich natürlich hier gut aufladen kann. Nur dann. Yeah! Jetzt pass mal auf, ihr Mann! Flamethrower! Wow. Oh Gott, Alter. Aber Bowser hat keine Chance, Mann. Bowser hat echt keine Chance, irgendwie so, nee. Hui! Bush! Yeah! Bush! Und wieder 10 Damage! So, Hälfte hat er schon down, mehr als die Hälfte. Spucker! Spuck ihn an, Sushi! Oh, trotzdem noch 5. Sehr schön. Dieser Kampf ist noch nicht vorüber, Mann! Oh oh! Alter, heilt sich um 30! Ist klar! Und Wasserblock zeigt keine Wirkung mehr. Okay, gut. Jetzt er vom 30 geheilt, was ist denn mit ihm? So. Er will den Kampf einfach in die Länge ziehen, habe ich das Gefühl. Ja, Spucker ist bloß immer so teuer, ey. Aber egal. Was soll's. So. Oh oh. Oh, also kommt das in den Angriff oder was? Nee, er macht einfach nur wieder sein Dings hier zu. Na gut, von mir aus. Bowser, wir haben doch den... Der Hammer ist wieder da. Sehr schön. Bowser, wir haben noch den Peach-Strahl. Hast du das schon vergessen oder was? So. Vergeht leider ein Zug für, ne? Ich weiß, aber ist ja egal.
Oder sie machen überhaupt keine Chance. Ich mach überhaupt keine Platte. Ist so cool, dass Trick dabei ist. Ich mach überhaupt keine Platte, weil ich hab noch die ganzen Items, die ich noch hab, ey. Wisst ihr, weil ich ja so fleißig 100% gemacht habe, habe ich jetzt auch definitiv richtig krasse Gerichte. Und deswegen ist das kein Problem hier. So, Spucke an. Dann haben wir schon wieder. Hat erstmal wieder. 50! Alles klar. Jetzt reicht's aber, Mann! Ey, nicht wieder heilen. Au! So, und diese Attacke. Diese Attacke tatsächlich reduziert oder macht alle Upgrades oder alle Booster wieder weg. Habt ihr mir auch erzählt, wenn ich jetzt halt irgendwie den Hammerschlag oder den Power Downs eventuell sogar aufgeladen hätte, würde dieser Angriff das alles wieder negieren. Voll fies. Aber Bowser, frierst den! Oh yeah. 12 Damage, Mann. So, der darf den immer heilen. Das ist immer voll mies, wenn er sich heilt, ey. Wow. Boah, 10 Schaden. Okay, gut. Ich habe auch noch 2 Lebenspilze, ne? Alles gut, Leute. Oh yeah. Der Damage, Alter. Warte, ey, was ist echt schon wieder dein Scheiß da? Den gibt's ja wohl nicht. Ja, Kreber. Bowser, das bringt doch nix. Leider jetzt ja doch, weil ich kann ja nichts mehr machen. Peachstrahl! Sushi, ey, wie das aussieht. Sushi kann nichts machen. So. Nice. Scheiße, ich bin gleich tot. Ja. Ich hoffe, der klaut mir jetzt nicht nochmal den Hammer. Obwohl, so schlimm ist das auch nicht, ja, wenn man es ehrlich ist. So. Oh oh. Oh, er heilt sich, oder? Nee, macht nochmal einen Angriff. Okay. So, Partner wieder ausgenockt. So, ich habe den Lebenspilz, ja. Alles gut. Lebenspilz ist dabei. Und ich glaube, er kann mich aber eh nicht töten. Und... Au, oh, yeah. So, dann wäre mein Partner jetzt nicht down, ey, wisst ihr? Dann könnte ich jetzt... Oh, 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 oh. Oh, Alter, richtig viel Damage. So, eigentlich wäre jetzt das Rationalste irgendwie... na, ich könnte auch ein Item nehmen, natürlich, ne? Bin ich wieder voll. Aber ich... Ach, ich mach das jetzt einfach. Ich hab nicht umsonst hier so geile Sachen. Ultra Jelly! Yeah! Guck mal, Bowser! Wow, das ist wieder voll geil! Tja, und Lu? Verdammt, Mann! Da mach ich mit, Mann! Ja, da heilt er sich einfach auch die Lusche, Alter. Na gut. Ja, den hätte ich jetzt eh nicht besiegen können, leider. Au, yeah. Aber auf die Dauer, Bowser, wirst du verlieren. Das weißt du hoffentlich, oder? Ach ja, pass auf, Mann! Abgeblockt! So. Ich glaube, weil ich abgeblockt habe, hat er jetzt auch nicht meinen Hammer bekommen. Sehr, sehr schön. Megadutz. Noch 20 KP. So, wenn er jetzt nächste Runde nichts macht, hat er verloren. Also wenn er jetzt nicht irgendwie sich heilt oder den Stab macht, dann hat er verloren. Ach, Mensch. Och, du feige Sau. Was soll denn das? Zeig mal einfach den Megadutz, ne? Bowser. Du zögerst es unweigerlich hinaus nur. Du kannst nichts machen, Mann. So, noch 98 KP. Und jetzt reicht's aber. Und wieder macht er seinen Scheiß da voll. Naja. Ach, Bowser. Bowser, du hast keine Chance. Ganz im Ernst jetzt hier. So, Peachstrahl. Und dann hau ich dir wieder einen 5er Angriff rein. Also mit Power Downs, ne, und dem Sprungbooster wäre er jetzt schon längst tot, ne. Aber für dieses Finale dieses tollen Spiels mache ich es halt ein bisschen anders. Wenn du ein bisschen was zu sehen bekommt und so. Mit Spannend bleibt, natürlich. So, dann machen wir schon den Spucker hier wieder. So. Alter, oh, 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 oh. Alter! Einfach so, du kannst ja noch so einen Donnerschock hier. Was ist denn? Megadutz. Au, je. Oh, ah. Er ist gleich down, Alter. Er ist gleich richtig down. So. Na los, Bowser. Und er greift echt an. Sehr schön. Leute, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Bowser, das war's. Megadutz. Und sag tschüss. Yeah! Yoshi! Verdammt! Oh, nein! Mario hat mich besiegt! Schon wieder! Immer besiegt er mich! Diesmal war ich unbesiegbar! Und trotzdem hat er mich besiegt! Verdammt!
Du hast den Sternstab zurückerobert. Ach, ist das schön. Wuhu, Daumen hoch. Ach, so toll. Oh, Mario. Peach, du hast auch super mitgeholfen mit Twink und so. Da war richtig cool. Alle haben mitgeholfen. Total geil. Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Danke, Mario. Kein Problem. Warte, nu. Was zum... Hey, was, wie? Ich bin wach. Was ist hier los? Das war nicht Teil meines Plans. Yo, Kevin Cooper, was soll dieses Beben? Yo, was soll... Eure Hoheit, der Kampf mit Mario war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlitten hat. Och, gerade. Tja, eigentlich ist sie völlig im Eimer und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber, sowohl eure Festung als auch dieser Ort hier fliegen gleich in die Luft, Mann. Ja, wir müssen fliehen, mein böser König, wir haben keine Wahl. Was? Bist du sicher? Das ist ein großes Problem. Lass uns verschwinden. Wie? Bowsers Festung ist verschwunden. Und dank der Kraft der Sterne passiert sowohl uns als auch dem Schloss nichts mehr. Einfach schön. Alles ist wieder gut. Wir haben es echt geschafft. So schön, Leute. Hier, der Sternstab, liebe Hohe Sterne. Ja, geil. Ah, rechtmäßiger Besitzer hat ihn wieder. Oh Mario, ich danke dir. Leute, auch ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ja, ich werde jetzt hier cutten. Keine Sorge, vertraut mir, der Abspann ist nämlich sehr, sehr lange. Da kriege ich nochmal einen guten Part gefüllt, keine Sorge. Und deswegen ist jetzt hier jetzt der ideale Moment, einen erstmal zu cutten und dann den nächsten, letzten Part dann beim nächsten Mal erst zu zeigen. Aber das war doch ein wunderschönes Finale, ein total cooler Finalkampf, voll geil. Natürlich hatte Bowser keine Chance, ja, aber... Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn das Outro beginnt. Ciao!